Jetzt gibt es sehr häufig die Frage aus der Beratungspraxis heraus, dass der Kunde oder der Arzt, die Ärztin kommt und sagt, ich habe aber hier nicht nur eine Praxis, ich habe auch ein Haus, das ich gleichzeitig mitkaufen möchte. Widerspricht sich das? Oder eine Immobilie miterwerben möchte? Mitnichten. Mhm. Also unsere Erfahrung ist, dass die Praxis entweder kurz vor oder kurz nach der Immobilie kommt. Mhm. Das ist viele Ärzte, die sich niederlassen, und wir haben im Jahr 2017 in meinem Team weit über 100 Ärzte begleitet in die Niederlassung, Richtung 200 mittlerweile. Da sind ganz viele dabei, die sagen, entweder ich habe schon eine Immobilie oder ich hege relativ kurzfristig danach den Wunsch. Hängt sicherlich auch mit der Lebenssituation zusammen. Ne? Wer sich niederlässt, weiß, dass er sich an einem Ort niederlässt. Ja, genau. Viele von denen sind verheiratet, aber auch nicht verheiratet, vollkommen egal. Viele sagen, warum soll ich jetzt zur Miete wohnen, weil ich habe mich jetzt hier für diesen Standort entschieden und dann möchte ich lieber mein Eigentum haben, als dass ich zur Miete wohne. Und das begleiten wir und das berechnen wir auch. Mhm. Wenn wir jetzt zusammen mit dem Kunden sitzen und er sagt, ich möchte in 2, 3, 4, 5 Jahren, da habe ich schon mal so eine Idee, dann lassen wir das heute schon in die Berechnung einfließen, wie wäre da die Zins- und Tilgungsbelastung und könnten Sie das aus der Praxis mittragen? Also auch da wieder eine gesamtheitliche oder ganzheitliche Planung, auch so ein bisschen zukunftsorientiert, dass auch keine Überraschungen da sind. Also dass man durchaus vorher mal mit dem Kunden sich hinsetzt und sagt, was ist denn, wenn du tatsächlich in 2 Jahren eine Immobilie kaufen möchtest? Wie stellen wir die Finanzierung jetzt auf? Da sind wir wieder bei dem, was Sie gerade schon gesagt haben. Es gibt eben nicht die Finanzierung, sondern da sind wir wieder sehr individuell. Das heißt, da zusammenfassend, es ist durchaus möglich, entweder ich habe schon eine Immobilie gekauft und kann mich trotzdem niederlassen, also da spricht nichts das gegen, oder sich nicht. Ich möchte mich gerne niederlassen, möchte aber auch irgendwann noch eine Immobilie erwerben. Auch das widerspricht sich nicht. Vorausgesetzt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in Ordnung. Genau. Praxisimmobilie, das heißt, ich möchte eine Praxis erwerben, gleichzeitig aber auch die Immobilie zur Praxis dazu. Auch das, ist das auch in Ordnung? Ist das auch ein Thema? Das gibt es auch immer wieder. Und da sind wir jetzt wieder bei den Fachleuten, dem Wirtschaftsberater, dem Steuerberater. Wer macht das? Wer finanziert das? Klar. Das sind alles Themen, wo wir die Fachleute wieder an den Tisch holen, weil wir sagen, das ist eine individuelle Finanzierung. Wir gucken aber auch zusammen mit dem Arzt. Macht das Sinn, diese Immobilie zu kaufen? Möchte er wirklich die nächsten 20 oder 30 Jahre in dieser Immobilie bleiben? Ja, genau. Möchte er vielleicht den Standort nochmal 100 oder 200 Meter verlegen? Grundsätzlich widerspricht sich das aber auch nicht. Kommen wir mal zu dem Thema, was brauche ich denn aus Ihrer Sicht für die Niederlassung, für eine Planung? Also die betriebswirtschaftliche Vorbereitung auf das, was ich da habe und beziehungsweise auch das, was Ihnen letztendlich ja auch die Kreditentscheidung erleichtert beziehungsweise die Sie überhaupt erst möglich macht. Also Thema Businessplan. Wie gehen Sie das an? Das besprechen wir dann entweder mit dem Wirtschaftsberater oder mit dem Arzt. Ja, wir möchten gerne einen Businessplan. Wenn der Arzt sagt, ich habe jetzt selber keinen, dann unterstützen wir an der Stelle selber gerne. Entschuldigung, dass ich unterbreche, das heißt, wenn der Arzt jetzt ohne Wirtschaftsberater kommt, der kommt sofort auf Sie zu, der hat natürlich die Möglichkeit, sich auch da von Ihnen betriebswirtschaftlich beraten zu lassen. Wir haben da ein ich nenne es jetzt mal Tool, eine Unterstützung der EDV, wo wir einfach gucken, am Ende des Tages wird es runtergebrochen, sagt, wie viele Scheine im Quartal brauchst du, um das, was du haben möchtest, Finanzierung, Lebenshaltungskosten, Rücklagen, Ersatzinvestitionen, das brechen wir gerne runter. Wir möchten aber natürlich, dass der Arzt eine Vision hat, dass er sagt, wie möchte ich diesen Standort entwickeln? Bleibe ich bei dem Standort? Gehe ich weiter? Möchte ich in der Einzelpraxis bleiben? Möchte ich vielleicht in eine Gemeinschaftspraxis gehen? Was möchte ich mit den Arzthelferinnen machen? Wie möchte ich meine Patienten weiterentwickeln? Das ist schon wichtig, dass der Arzt sich da selber Gedanken darüber gemacht hat. Unsere Erfahrung ist, dass ein Großteil, wirklich fast alle, nicht zur Bank kommen und sagen, ich habe gar keine Ahnung, da gibt es eine Praxis, die möchte ich gern kaufen, sondern dass sich viele gesagt haben, und genau die Praxis möchte ich kaufen, weil, und ich habe die Idee und das bedeutet, und das in den nächsten 5 Jahren brauche ich. Dann hoffe ich mal, dass die alle irgendwie gut vorbereitet sind, vielleicht auch über so eine Möglichkeit, wie wir sie hier gerade bieten, über diesen Podcast. Sehr gerne. Aber das, was Sie sagen, ist, finde ich, sehr interessant, weil das bedeutet ja, der Arzt bekommt auch da wieder Unterstützung.
Es ist so ein bisschen weg von diesem reinen Finanzieren der Praxis hin zur Hilfe, zur Unterstützung. Ja. Wie kann ich denn tatsächlich meine Praxis entwickeln? Beziehungsweise ich bekomme von Ihnen eine betriebswirtschaftliche Planung als Arzt. Mhm. Heißt das denn auch, Sie würden dem Arzt gegebenenfalls eine Absage erteilen, zu sagen, pass mal auf, das ist nicht die Praxis, die zu dir passt, die zu deinen Lebensumständen passt? Ja. Also wenn wir feststellen, dass die Praxis das vielleicht nicht hergibt, mhm, oder er andere Erwartungen hat, dass er sagt, ich möchte zu viel Geld entnehmen, oder er andere Visionen hat, die wir glauben, an diesem Standort nicht umsetzbar sind. Mhm. Wir gehen da schon in die Diskussion. Natürlich sind wir als Finanzierer, möchten wir gerne finanzieren. Wir sehen uns aber tatsächlich nicht nur als reiner Geldgeber, sondern als derjenige, der auch mal über ganz eigene Sachen, Laufwege in der Praxis, auch darüber dürfen wir mal nachdenken. Mhm. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wenn wir feststellen, dass die Praxis nicht passt, weil sie vielleicht wirtschaftlich nicht hergibt für die Zukunftspläne, dann besprechen wir das mit dem Arzt. Ja. Manchmal sagen die Ärzte, okay, ich verstehe es. Manchmal sagen sie, nö, das gefällt mir jetzt nicht und ich gehe weiter. Gut, das wäre dann die emotionale Seite, ne, wo der Arzt es vielleicht nicht nachvollziehen kann. Genau. Aber ich glaube, für die Bank ja auch letztendlich eine gewisse Verpflichtung, jemanden darauf hinzuweisen, dass das vielleicht mal nicht die richtige Praxis ist, wenn sie wirtschaftlich nicht passt. Auf jeden Fall. Nicht passt. Auf jeden Fall. Genau. Da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt schon, der dieses Thema Bankgespräch, Berater, Kunde, also dieses Verhältnis. Ich glaube, da hat sich viel getan in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, in welcher Position gehe ich zur Bank. Und so wie ich das jetzt hier bei Ihnen höre, hört sich das wirklich so an, als wenn man auf einer ja nicht nur gleichberechtigten Ebene miteinander spricht, sondern auf einer partnerschaftlichen Ebene miteinander spricht. Also diese Sorge vor dem, ich habe jetzt ein Bankgespräch und ich brauche Geld und ich hoffe mal, dass ich das bekomme, das hört sich ja ganz anders an. Ja, diese Aussage höre ich immer wieder, die befremdet mich immer wieder. Ja. Der Arzt oder die Ärztin hat eine Idee, hat einen Wunsch, hat eine Vision. Mhm. Und wir wollen zusammen mit unserem Kunden, zusammen mit den anderen Partnern überlegen, macht das Sinn? Deshalb, das ist auch immer so natürlich so ein Stückchen dann unsere Praxis mit, ist sie natürlich niemals, aber wir wollen das schon mit begleiten. Und das, was Sie gesagt haben, Partner auf Augenhöhe, das ist dieses Thema, das uns an der Stelle sehr begeistert und wo wir als Standesbank sagen, und genau das wollen wir. Wir wollen nicht reduziert werden auf Geld und gib uns irgendwelches Geld und zu welchen Zinsen, sondern wir wollen halt das ganze Thema mitentwickeln. Ja, ich glaube, das spricht auch tatsächlich für die Unterstützung des Arztes in der Zukunft, denn das würde ja bedeuten, dass man sich die Probleme vorher ins Haus holt, wenn man sie aus wirtschaftlicher Sicht schon sieht, aber sie an den Kunden nicht weitergibt oder eben auch sagt, für den Kunden, wenn ich dem den richtigen Hinweis gebe und wenn ich ihn auf einer partnerschaftlichen Ebene begleite, dann kann ich ihn auch immer in jeder Situation wieder mit ins Boot holen. Denn wir müssen uns ja nichts vormachen, die Niederlassung ist eine Selbstständigkeit und auch eine Selbstständigkeit kann mal Probleme mit sich bringen. Ja. Das ist aus unserer Erfahrung heraus in den seltensten Fällen der Fall, aber es kommt mal vor. Wie geht eine Bank mit Problemen um? Indem sie offen und ehrlich mit dem Kunden analysieren, ansprechen und dann entweder selber oder auch da mit Unterstützung, mit Beratern versuchen, aus dieser wirtschaftlichen Situation, aus dieser Lage versuchen rauszukommen. Das sind keine Druckgespräche, sondern da geht es wirklich darum zu analysieren, warum ist es zu dieser Situation gekommen, was muss man ändern. Da brauchen wir natürlich die Zusammenhilfe des Arztes oder der Ärztin, die dann sagen, den Weg gehen wir mit. Und da brauchen wir auch Leute, die mit uns darüber sprechen, ehrlich sprechen, warum ist es dazu gekommen. Ja. Ich glaube, auch da wieder ist es ganz wichtig, dass man die Bank als Partner sieht und eben nicht als oder mit dem Thema Hilfestellung zur Bank geht und eben nicht mit der Sorge zur Bank geht, die streichen jetzt sofort alles und ich habe morgen keine Praxis mehr. Ne? Man muss miteinander sprechen. Man muss miteinander sprechen. Wir erwarten natürlich, dass mit uns auch geredet wird. Ja, genau. Genau. An dieser Stelle glaube ich. Mit der Partnerschaft. Ja, genau. An dieser Stelle glaube ich, sollte bei vielen vorher diese Tendenz zur Planung einsetzen, also auch bei dem Arzt als Unternehmer das Thema Planung einsetzen, das Thema Gespräch einsetzen,
und man weniger langfristig auf das Prinzip Hoffnung bauen, also es wird schon irgendwann wieder besser werden. Nee. Ich glaube, da sind die Gespräche und ein vernünftiger Gesprächspartner, genau, sicherlich gefragt. Ja.